Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt die immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt immer schön sportlich fair auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Reinschalten und viel Spaß jetzt beim Zuschauen. Los geht's mit Belgien gegen Island. Und ja, Deutschland gegen Russland kommt dann am Ende. Los geht's. Ein durchaus bedeutsames Spiel für die Belgier, die sich hier beim Spiel gegen Island eine gute Ausgangsposition herausspielen könnten für die Gruppe 2 in Liga A, denn die Schweizer haben genauso viele Punkte, ein Spiel noch mehr, aber am letzten Spieltag kommt es eben genau zu diesem Zusammentreffen Belgien gegen die Schweiz und das ist dann im Endeffekt eben angenehmer, wenn man da mit dem Sieg reingeht und mit dem besseren Punktekonto und das wollten sie hier von Beginn an klar machen. Romelu Lukaku in der 11. Spielminute mit dem 1:0 für die Favoriten, denn Island steht nach 3 Spielen mit 1:11 Toren nicht sonderlich gut da. 0 Punkte auf dem Konto. Und es ging hier miserabel los für die Isländer, die hier alles nochmal reinhauen wollten. Der Abstieg ist nicht mehr zu vermeiden aus dieser Gruppe, aber zumindest nochmal gut schlagen. Das wäre doch die Hauptsache. Es ging eben schlecht los und Belgien spielte weiterhin einen sehr guten Ball. Fellaini auf Meunier, dann die Flanke von Batshuayi und Hazard kommt sogar zum Abschluss. Halldorsson ist aber da, ist im kurzen Eck, fischt den da mit dem Fuß raus, kann das 2:0 verhindern. Jetzt hatte Belgien aber die Möglichkeit wieder zu erhöhen. Erstmal ist der Ball rausgeklärt, aber noch nicht konsequent genug. Alderweireld macht den nochmal heiß und Hazard mit der Flanke, Meunier an die Latte. Und Glück für Island, es hätte hier schon locker 2 oder 3-0 stehen können. Und dann wäre wohl auch alles klar für die zweite Halbzeit gewesen. Und jetzt springen wir in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Dann kam endlich mal Island. Das ist Bjarnason über die linke Seite. Bjarnason, aber Kompany kann diesen Flankenversuch locker abwehren. Und so ging es dann verdient mit 1:0 in die Pause. Es war zu wenig deutlich, was Belgien aus den Tormöglichkeiten machte. Trotzdem konnten sie zufrieden sein. Ein Tor in der 11. Spielminute von Lukaku sorgte erstmal für den Vorsprung. Dann wachte aber Island im zweiten Durchgang tatsächlich mal nach vorne auf und wollte jetzt auch ein paar Nadelstiche setzen. Und das ist jetzt über die rechte Außenseite kein schlecht anzusehender Angriff. Und Gylfi Sigurdsson ist schneller als Courtois am Ball und macht tatsächlich das 1:1. Völlig aus dem Nichts, 55. Spielminute, der Nackenschlag für die Gastgeber. Rein tabellarisch könnten trotzdem die Belgier hier eben mit einem Unentschieden leben und nichtsdestotrotz möchte man hier gerne vor dem Spiel gegen die Schweiz einen Dreier einfahren, wie schon zu Beginn der Partie erwähnt. Das wäre so wichtig, alleine für den Kopf. Stunde jetzt gespielt. Belgien ließ sich davon nicht einschüchtern und spielte wieder munter nach vorne. Es kamen zwar ein paar weniger Angriffe nach vorne und dennoch wurden sie immer wieder gefährlich. Carrasco erobert hier den Ball und fackelt da nicht lange rum. Klasse Abschluss. Aus rund 24 Metern super angedreht und dann fällt er fast unten rein, unten rechts. Halldorsson hat Glück, dass er da nicht eingreifen muss. 20 Minuten noch zu gehen. Belgien wollte hier im eigenen Haus den Dreier einfahren. Egal wie, egal wann. 73. Minute wieder, sollte es aber nicht sein mit dem Führungstreffer. Meunier ist es, der hier nur das Außennetz trifft. Halldorsson ist nicht mehr dran. Und dann kam auf einmal dieser Ball von Finn Bogason auf Gudmundsson. Der streikt in den Strafraum ein und macht tatsächlich das 1:2. 75. Spielminute, die Isländer führten plötzlich. Bedeutet, Belgien stand jetzt hinter der Schweiz im letzten Spiel. Unglaubliche Situation, das hätte man vor der Partie anders erwartet und so lief sie eigentlich auch. Aber Belgien versäumt es eben, den Treffer zu machen und jetzt waren sie dazu angehalten, zumindest das Unentschieden zu retten. 10 Minuten noch auf der Uhr, Zeit war ja genug. Möglichkeiten waren auch da, Fellaini, aber Halldorsson fängt den erstmal ganz einfach ab. Aber Belgien erhöhte nochmal den Druck. Axel Witzel bleibt am Ball, Carrasco, Fellaini und dann dieser Strahl in der 87. Minute, der alles klar machen sollte. Der sonst so grobe Marouane Fellaini mit dem wunderbaren Abschluss, per Kopf immer gefährlich und jetzt haut er den Ball so rein,
hätte man sicherlich auch nicht so mit gerechnet. Axel Witzel, Carrasco und dann Fellaini kennt da gar nichts und hämmert den rein. Das ist wirklich ein sensationelles Tor für Halldórsson. Ist da nichts zu halten. Der ist zwar noch mit den Fingerspitzen dran, aber Fellaini kann sich dann feiern lassen. Aber einmal kam Island dann tatsächlich nochmal. Gudmundsson, es ist die 90. Spielminute. Und da ist Finn Bogason gegen Thibaut Courtois. Aber es sollte nichts mehr werden. Überragende Tat. Weltklasse gegen die Laufrichtung. Und dann fährt da Thibaut Courtois die linke Hand aus. Und sichert damit Belgien tatsächlich am Ende das Unentschieden, womit sie zufrieden sein werden, auch wenn sie locker hätten gewinnen müssen. Das 2:2 bringt sie auf den Tabellenrang 1 vor dem letzten Spiel und damit werden sie dann auch gut leben können. Aus deutscher Sicht muss man hier sicherlich den Franzosen die Daumen drücken, damit man zumindest an den Niederlanden noch vorbeiziehen kann. Und die Franzosen starteten hier auch gut rein, weil Holland zu Hause nach vorne spielen wollte und dann solche Lücken offenbarte und Kylian Mbappé eine sensationelle Technik hat. 6. Spielminute, 1:0 für den Weltmeister. Wunderbares Tor, wunderbar herausgespielt. Aber die Dreierkette der Niederländer war komplett aus auf dem Weg nach vorne aufgeschmissen und dann ja, endet es ebenso mit diesem 0:1. Cillessen kommt da sehr weit raus, muss er auch machen. Ihm ist da eigentlich kein Vorwurf zu machen. Es ist im Endeffekt auch überragend von Kylian Mbappé gemacht, wo er sich dann auch zu Recht feiern lassen kann. Aber es war eine sehr turbulente Anfangsphase. Noch keine 10 Minuten gespielt. Memphis legt den Ball auf die linke Außenseite. Bergwijn ist das, bringt die Flanke und Memphis mit dem Ausgleich. Per Kopf, 1:1, die Niederlande waren wieder zurück im Spiel. Gut gespielt, Memphis legte sich quasi selbst vor. Dann kommt die Flanke von Bergwijn und der Kopfball über Hugo Lloris hinweg. Gut gesetzt, da kommt Varane nicht rein in den Zweikampf und dann eben der doch frühe Ausgleich. Und diese turbulente Anfangsphase, noch keine 20 Minuten gespielt, ging auch so weiter. Pogba, Griezmann im Zusammenspiel. Das ist Paul Pogba. Paul Pogba mit dem 1:2. Was für ein Treffer. Was für ein Abschluss. Und wie bitter ist das für die Niederlande. Nach dem frühen Rückstand kämpften sie sich schnell zurück und rannten jetzt wieder im Rückstand hinterher. Das ist Kylian Mbappé, der die Möglichkeit hatte, hier jetzt das nächste zu erzielen. Pogba mit dem Kopf. Nach 25 Minuten stand es aber jetzt erstmal weiterhin 1:2. Doch die Franzosen machten hier eine richtig gute Partie. N'Golo Kanté auf Antoine Griezmann. Der Abschluss von Giroud, dann von De Ligt, aber abgewehrt. Wurde dadurch nicht gefährlich. Glück für Cillessen. Ansonsten hätte dieser Strahl sicherlich auch wieder sehr gut gepasst. 10 Minuten vor der Pause. Die Gastgeber bekommen den Ball nicht geklärt. N'Kanté auf Pogba. Ja, und was soll man dazu dann noch sagen? 1:3, Pogba, fast eine Kopie des ersten Treffers von ihm. Und es stand eben hochverdient auch 1:3, weil Frankreich die klar bessere Mannschaft war. Schauen wir nochmal drauf. Sie bekommen den Ball nicht geklärt, dann ist das hier von N'Golo Kanté und Pogba ein gutes Zusammenspiel. Der Abschluss ist wieder richtig gut. Kein Vorwurf an Cillessen in dieser Situation. Kurz vor der Pause sogar die Möglichkeit zum 4:1. Mbappé, Griezmann und jetzt konnte sich Cillessen endlich auch mal auszeichnen. Gönnt man ihm ja auch so ein Stück weit. Das war bitter bislang. Bei den Gegentoren war er aber weitestgehend machtlos. Jetzt nochmal die Möglichkeit zum Anschluss. Memphis steckt durch, der Abschluss von Wijnaldum. Aber Hugo Lloris passt auf und kann den zum Eckball parieren. Aus dem resultierte da nichts mehr. Es stand zur Pause 1:3. Das gerechte Ergebnis, leistungstechnisch auch in der Höhe, ging absolut in Ordnung. Stunde jetzt gespielt, der zweite Durchgang und wieder De Ligt, der den Ball hier nicht richtig klären kann. Direkt auf den Fuß von Kylian Mbappé, Pavard mit der Flanke, wieder De Ligt, wieder Mbappé, Kanté will das nochmal heiß machen. Ja, wird nicht angegriffen, bekommt gar keinen Kontakt, Pogba zieht ab und Mbappé fällt der Ball direkt auf den Kopf und der bedankt sich dann. Hält nur noch den Schädel hin und köpft
zum 4:1 ein. Bitter jetzt für die Niederländer. Jetzt wurde es richtig schmerzhaft. Das hätte ja auch durchaus eine Machtdemonstration werden können, der Holländer, aber eher andersrum. Jetzt demonstrierten die Franzosen ihre Spielstärke. De Jong, der Abschluss, Loris war noch dran. Ein bisschen Pech hatten die orangefarbenen Gastgeber sicherlich auch, hatten auch einiges an Möglichkeiten. Aber der Abschluss stimmte nicht und im Großen und Ganzen war Frankreich trotzdem viel gefährlicher und viel aktiver nach vorne. Es gab aber auch hier für Ryan Babel mal wieder eine Möglichkeit. Macht er viel zu wenig draus. Das ist dann fast nur noch ein Rückpass auf Hugo Lloris. 10 Minuten jetzt noch zu spielen. Die Franzosen setzen sich vorne nochmal fest. Olivier Giroud bekommt auch den Abschluss. De Ligt, einer der auffälligsten, mal positiv, mal negativ in dieser Partie, bekommt mal wieder das Schienbein rein. Aber Frankreich hatte noch nicht genug, sodass sie nochmal vorne drauf ging. Tete verliert den Ball gegen Payet. Griezmann auf Giroud. Und jetzt bekam auch Olivier Giroud seinen Treffer. 88. Minute, 1:5. Das ist schon wirklich ein herber Schlag ins Gesicht der Niederländer. Klar ist es eine Effektivität brutalerweise von Frankreich. Trotzdem 1:5 auf dem Papier stehen zu sehen, tut sicherlich für jeden Fan weh, der hier zumindest so ein bisschen Holland im Herz trägt. Also das Endergebnis 1:5, klare Klatsche. Frankreich ist Erster der Gruppe A in Gruppe 1. Und das haben sie hier bewiesen, da stehen sie zu Recht auf jeden Fall. Also 1:5 am Ende geht diese Partie vorbei. Um noch die Chance zu wahren, auf dem ersten Tabellenplatz am Ende zu stehen, müsste Italien hier gegen Portugal gewinnen und selbst dann wäre es nicht sicher. Aber erstmal den Dreier hier einfahren vor heimischen Fans wäre das Fundament und Ciro Immobile setzte da in der 7. Minute schon mal gut zu an, da loszulegen, wo man loszulegen hat, wenn man eben Ansprüche stellt, Tabellenführer zu werden am Ende dieser Gruppe. Und das war der perfekte Start für die Gastgeber, schlecht für die Portugiesen. Das ist zwar ein starker Ball, trotzdem muss da ein Verteidiger zwischenkommen. Aber es kommt eben keiner zwischen und dann ist es auch eine gute Schusstechnik von Immobile. Trifft ihn gar nicht perfekt und trotzdem geht er genau oben in den Knick und dann hat der Schütze logischerweise recht. Pepe kann nur noch hinterher schauen und die frühe Führung so für die Italiener. 13 Minuten jetzt gespielt. Möglichkeit zum Freistoß aus dem Halbfeld. Vielleicht gefährlich vors Tor bringen, um dann eventuell einen Kopfball zu bekommen. Und der kommt da auch, aber für Donnarumma kein Problem. Den fängt er ganz lässig, ganz einfach ab. Aber Portugal blieb nach dieser Situation dran. Gewann wieder den Ball im Mittelfeld. André Silva jetzt. Bernardo Silva von Pizzi bedient. Und es stand 1:1. 16. Minute. Klasse Treffer von Bernardo Silva zum Ausgleich. Und die Euphorie der Gastgeber erstmal wieder ein wenig gebremst. Die mitgereisten Portugiesen konnten sich freuen. Das ist der Ballverlust im Aufbauspiel nach vorne. Und gegen diesen Schuss von Bernardo Silva ist dann auch ein Donnarumma ohne jede Möglichkeit. Der ist einfach perfekt getroffen und zwirbelt dann perfekt auch fast oben links in den Knick. 1:1, also Portugal war wieder im Spiel. Halbe Stunde knapp von der Uhr und dann wieder Italien. Bonventura bleibt dran, erobert den Ball. Giovinco gegen William Carvalho. Dann ist es der Abschluss von Bernardeschi und das 2:1 in der 30. Minute. Und vor allem ist es das nächste Traumtor. Was für eine Partie und was sind das für Tore in der Nations League an diesem Spieltag? Schon bei den Niederlanden gegen Frankreich haben wir einige davon gesehen. Der schlägt jetzt nicht direkt im Winkel ein, aber ist so scharf angeschnitten, dass man Rui Patricio auch nicht viel vorwerfen kann. Kommt da einfach nicht mehr ran. Der war auch straff geschossen. Der stand also 2:1 zur Pause. Sehr gute Partie von beiden Mannschaften. Kam viel nach vorne. Unter dem Strich ging diese Führung dann aber in Ordnung. Jetzt wurden aber die Gäste wieder gefährlicher im Angriff und kam zu dieser Möglichkeit. Neves auf André Silva. Das ist Pizzi.
Und das 2:2. Der nächste Schuss aus knapp 16 Metern. Donnarumma ist noch dran, aber kann dann auch da nichts mehr gegen machen. Der ist wieder stramm geschossen. Der ist wieder sehr platziert. Vielleicht kann man, wenn überhaupt, hier noch diskutieren. Die Italiener gehen nicht ran. Dann kommt der Abschluss zu frei zustande. Donnarumma ist, meine ich, sogar noch mit den Fingerspitzen dran. Und dadurch schlägt der Ball dann noch platzierter ein. Also 2:2. Und die bessere Ausgangsposition für Portugal. Italien hat ja kein Spiel mehr in dieser Gruppe. Ist also darauf angewiesen, hier zu gewinnen. Das ist Pizzi auf Bernardo Silva. Und Pizzi dann wieder mit dem Abschluss. Diesmal Donnarumma. Aber Herr der Lage kann den Ball ganz einfach festhalten. Über eine Stunde jetzt gespielt. Italien muss hier gewinnen, um die Ansprüche Tabellenplatz 1 am Ende zu stehen, lebendig zu halten. Hier der Abschluss, aber für Rui Patricio kein Problem. Es gab jetzt die Möglichkeit, hier alles zu entscheiden für Portugal, 10 Minuten vor dem Ende. Pizzi, Ruben Dias, William Carvalho steckt durch und dann der Abschluss, aber von Donnarumma pariert. Hält damit seine Mannschaft im Wettbewerb oder in der Partie zumindest erstmal. Wehrt ihn gut ab, kann sich dafür zu Recht feiern. Und ein hatte Italien noch. 90. Spielminute. Giovinco, Bernardeschi, Ferrati. Sehr gutes Passspiel jetzt. Barilla steckt durch auf Ciro Immobile. Und der macht tatsächlich noch das 3:2. Der Siegtreffer in allerletzter Minute für die Italiener. Er hatte diese Partie früh mit einem Treffer eröffnet. Und jetzt beschließt er sie wieder mit einem. Gut gespielt, Portugal zu fahrlässig jetzt zum Schluss. Hatten hier gar nicht die Not, noch so weit nach vorne zu gehen. Und werden dann dafür bestraft. Klasse Abschluss von Immobile, hart, flach und Patricio aus kurzer Distanz kann er da nicht mehr reagieren. Ein Last-Minute-Treffer entscheidet also diese Partie zugunsten der Italiener. Und unterm Strich geht dieses 3:2 auch absolut in Ordnung. Es war eine klasse Partie von beiden Mannschaften, aber die bessere Mannschaft hat hier einfach den Dreier eingefahren. In Vorbereitung auf das Spiel gegen die Niederlande wollten die deutschen Nationalspieler es jetzt nochmal wissen. Gegen Russland, die sich in der WM zu Hause sehr gut geschlagen haben, wollten sie hier aber trotzdem zu Hause in der Red Bull Arena die Punkte zu Hause behalten. Aber es lief nicht so richtig gut ein. Ein sehr zähes Spiel in der Anfangsphase, was sich auch im ersten Durchgang erstmal so durchzog. Es gab hier so eine Halbmöglichkeit. Lunev klärte den Ball und dann kam der Ball hier über Ginter in die Mitte. Und dann ist aber Fernandes da. Ist locker dazwischen, ansonsten wäre vielleicht die Möglichkeit für Reus da gewesen, aber kein Problem, den dann so festzuhalten. 25 Minuten jetzt knapp gespielt und wir warteten weiterhin auf die richtig gute erste Tormöglichkeit in dieser Partie. Kimmich jetzt mal auf Timo Werner. Traut er sich mal? Nein, legt den Ball wieder nach außen. Ginter Werner dann mal tatsächlich mit dem Abschluss, aber Lunev ist mit so einem Ball sicherlich kaum aus der Ruhe zu bringen, muss sich zwar strecken, fängt den aber dann doch relativ souverän ab. Und vor der Pause kamen dann mal die Russen tatsächlich ins gegnerische letzte Drittel, vielleicht mal hier einen Lucky Punch zu setzen, auch wenn es noch sehr früh in der Partie war. Leno mit der guten Parade, Ginter macht selber nochmal heiß, dann war die Situation aber geklärt. Das war hier eine gute Reaktion, aber den muss ein Keeper wie Leno mit seiner Qualität natürlich auch halten. Es war unter dem Strich auch nach 45 Minuten keine wirklich gute Partie. Russland hatte im Endeffekt die beste Möglichkeit, eben gerade gesehen, auch wenn das ebenfalls nicht sonderlich gefährlich wurde. Jetzt sollten die Deutschen mal ein bisschen mehr Akzente nach vorne setzen. Das ist Timo Werner über die rechte Seite mit seiner Schnelligkeit. Das ist nicht schlecht gemacht, aber Fernandes ist wieder da. Ein Tick vor Reus, der heute nicht so gut in der Partie war, aber ihm wurden auch einfach keine Bälle geliefert. Da kann man ihm dann auch kaum einen Vorwurf machen. 65 Minuten jetzt knapp von der Uhr, dann vielleicht endlich mal Russland, auch um die Deutschen ein bisschen wach zu kitzeln. Das ist jetzt ein gutes Passspiel, Golovin und dann der Abschluss, Bernd Leno. Wenn er gefragt war an diesem Abend, war er aber auch zur Stelle und konnte die Hoffnungen und Träume der Russen zunichte machen. Auch der ist wieder relativ zentral getreten, dreht sich noch so ein bisschen ab,
Aber Leno ist auch kein Fliegenfänger. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite. Vielleicht mal nach einem Standard hier ein Tor. Cheryshev kommt auch dran. Wieder nicht so gut verteidigt, aber Leno ist auch da. Sonst wäre auf der Linie auch noch Kimmich zur Stelle gewesen, um den rauszudreschen. Keine 20 Minuten mehr zu spielen. Langer Ball von Süle. Hector mit der Flanke und dann wieder so eine Halbmöglichkeit. Reus sehr unglücklich, kommt an diese mittelmäßige Flanke nicht ran, wird dann noch angeschossen und im Endeffekt hat Lunev den Ball fest unter sich begraben. Es lief auf 0:0 hinaus. 10 Minuten vor dem Ende glaubte man kaum noch daran, dass vielleicht mal die Möglichkeit entstehen könnte, die zum Tor führen würde. Und Golovin machte einem da fast dann die Striche durch diese Rechnungen. Aber Leno ist da, zur richtigen Zeit kommt er raus, hält dann den Fuß hin und kriegt den gerade so noch geklärt. Das war stark gemacht. Und jetzt Deutschland, vielleicht doch jetzt der Lucky Punch für die Deutschen, kurz vor dem Ende. Reus legt nochmal zurück auf Jonas Hector, hatte sich ja mit Köln beim 8:1 gegen Dresden in Rage geschossen und der letzte Abschluss der Partie von Joshua Kimmich, richtig gefährlich, weil verdeckt, aber dann gut rausgeholt von Lunev und der letzte Abschluss der Partie war es tatsächlich doch noch nicht. 91. Minute, Eckstoß nochmal von der rechten Seite. Und da ist Niklas Süle, kommt auch zum Kopfball. Aber der kam dann nicht mehr aufs Tor. Und das war dann die letzte Aktion der Partie tatsächlich. Jetzt war es vorbei. Deutschland und Russland trennen sich in einem über 90 Minuten gesehen enttäuschenden Spiel mit 0:0. Geht unter dem Strich leistungsgerecht in Ordnung. Die Russen werden damit besser leben können. Und die Deutschen müssen sich gegen die Niederlande dann noch etwas mehr einfallen lassen. Jo, das war die Prognose zur Nations League und zum Freundschaftsspiel von Deutschland. Die Nations League, der 6. Spieltag, da werde ich sicherlich auch noch ein Video zu raushauen, zumindest auf jeden Fall vom Deutschlandspiel. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, über ein Abo und einen Daumen nach oben würde ich mich ebenfalls sehr vergnügt zeigen. Ansonsten ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und ciao.